Bereits zum zweiten Mal ist in diesem Jahr das Berlin-Fernsehen in der Station der urbanen Kulturen zu Gast. Zwei aktuelle künstlerische Projekte aus Was ist draußen? Kunst im Untergrund zwischen Hönow und Tierpark möchten wir heute vorstellen. My name is Mari Keskikorsu. I'm an artist and I come from Finland. Kartografen haben fälschlicherweise auf einem Stadtplan einen Ort bei Ahrensfelde als Mega betitelt. Der Ort liegt im Ortsteil Eiche, nördlich von Berlin-Hellersdorf. Zwei dort durchgeführte offene Workshops beschäftigten sich damit, wie ein Ort eine Identität bekommt und wie Menschen Landschaften kreieren. Gemeinsam wurde ein dauerhaftes Kunstwerk im öffentlichen Raum mit Namen Mega Observation Platform konzipiert und gebaut, das im Weiteren von der Gemeinde Eiche gepflegt wird. And then after many years I heard about the project called Was ist draußen? They make artworks on the U-Bahn line 5, and I thought that Mega would be a perfect concept for that project. So then I was invited to work here on the side, and I wanted to work with the local people here because they know this place the best. And my idea was to build something to make a mark that Mega is here, and at the same time connect with the landscape and the environment and the ecosystem we live at. And we ended up building Mega Observation Platform, mit anderen Worten Aussichtsplattform, schafft einen Ort, an dem die umgebende Landschaft und ihr Ökosystem beobachtet, erfahren und verstanden werden kann. Der Besucher kann ein Teil dessen werden. Hier, auf diesem kleinen Hügel einer ehemaligen Mülldeponie, wird Urbanität, Landwirtschaft, Energie- und Lebensmittelproduktion, Handel, Logistik und Natur erfahrbar. Alles, was von hier aus gesehen werden kann, wurde von Menschen gestaltet. Was bedeutet das und was macht das mit dem Besucher? Interests me is how can we belong to this environment in a more deeper way and start to understand who we are as people here. We are now in the station in the. Wir sind nun in der Station urbaner Kulturen, dem Projektcenter von Was ist draußen, wo wir präsentieren, was wir in der Zeit hier geschaffen haben. Ich habe darum gebeten, alles mitzubringen, was um Mega ringsherum zu finden ist, und das habe ich hier arrangiert. Meine Panorama-Installation zeigt die Umgebung der Mega Observation Platform. From the Mega Observation Platform to kind of bring. Ich habe also das draußen hereingebracht. Indoors as a documentation. Wir waren ganz begeistert von diesem Projekt und es ging um den Tierpark. Und da wir aus der Villa Pelikan kommen, dachten wir uns, meine Güte, da werden wir doch einen richtig tollen Tanz für die Pelikane machen. Und das ist uns auch super gelungen, was man dann auch im Film sehen wird. Hat dir der Tanz Spaß gemacht? Was mussten wir denn alles vorbereiten? Wir mussten die Tänze und so vorbereiten, die Musik auswählen. Das hat eine Tänzerin ausgesucht. Die hatte da so eine tolle Musik mit Schwanensee. Und der Tanz war auch recht schön. Wir mussten bloß halt noch von der Tänzerin noch so die Figuren, also was sie da so gemacht hat, mussten wir halt nur lernen. Und das war halt nicht sehr einfach. Wir waren auch dann bei den Pelikanen im Tierpark und haben uns auch angesehen, wie die laufen, wie die sich bewegen, damit wir auch wirklich, mach mal den Kopf noch mal genau. Ja, das mussten wir ja alles genau sehen und dann auch üben, damit auch diese Figuren alle richtig nachgeeifert werden. Aber wir hatten ja nicht nur den Tanz. Wen hatten wir denn noch mit dabei?
Wir hatten auch noch die Rapper, unsere Sänger dabei. Und hatten die auch einen Namen, unsere Sänger, unsere beiden Jungs? Niklas? Niklas und Kevin. Genau, also die haben dann auch so richtig noch gerappt, was auch ganz, ganz toll ankam. Unten in der U-Bahn, da fand diese ganze Sache statt. Und würden wir das wieder tun? Also ich würde mich freuen, wenn wir sowas wieder tun würden. Und heute stehen wir eben halt hier, machen noch eine Premierenfeier, wünschen uns, dass wir alle noch weiter zusammenbleiben, dass wir nicht vergessen werden und der Tierpark natürlich auch nicht. Das war's dann von uns.